Ich bin sicher ein Fernsehkind. Also ich habe angefangen, mein Vater hat sich 58 zur Fußballweltmeisterschaft den Fernseher angeschafft. Und ich bin also mit all dem, dass die Truhe tagsüber geschlossen war und das dann ab und zu mal irgendwie aufgemacht wurde und diese Vorglühphasen von ungefähr 5-6 Minuten, so dass man quasi, wenn man gesagt hat, ich möchte um 7:30 am Sonntagabend die Sportschau sehen, dann musste man immer vorher noch auskämpfen, dass man aber um 7:55 den Fernseher schon einschaltet, weil sonst kriegt man den Anfang nicht mit. Denn die brauchten wirklich so lang, bis sie dann irgendwie plötzlich wupp, irgendwie da waren. Bei uns war der Fernseher in irgendwelchen abgeschiedenen Abteilungen. Unten im Keller, im Halbkeller meines Vaters gab es den Fernseher. Der kam nicht bei uns nicht ins Wohnzimmer. Das war irgendwie, dazu hat er einen zu miesen Stellenwert. Das Kino hat ja nun wirklich seine eigenen Paläste, die man auch durchaus architektonisch auf oberem Niveau irgendwie ansiedeln kann und hat diese Plüschabteilung, die Lichter, die langsam runtergehen, was ja auch zweifellos, also die ersten Kinoerlebnisse 1958, 59, die waren für mich auch faszinierend. Aber das Fernsehen hat halt dann immer diese jeweils nach Geschmack der Eltern wechselnde Wohnstube irgendwie als Pantoffelkino, Zelle oder was weiß ich was. Und eben auch dieser eigentlich doch ganz wunderbar niedrige intellektuelle Qualitätsstandard, den man dem Fernsehen von Anfang an nachgesagt hat. Es ist ungesund für die Augen. Ja, also meine Eltern haben kein Wunder, dass du sozusagen deine Brille hast und so. Und es gibt so einen Eindruck von einfach von einer Provinzialität. Also alles, was da ist, ist kleiner, ist enger, ist schwarz-weiß damals auch nur. Also es war insgesamt einfach nicht so hoffähig, sagen wir mal so. All diese magischen Liebeserklärungen, die ich von anderen Regisseuren kenne zum Kino, also der dunkle Saal und die Lichter gehen, und die habe ich dem Fernsehen gegenüber auch immer schon gehabt, weil es gab auch sehr viel verbotenes Fernsehen. Manchmal habe ich Fernsehen geguckt, wenn meine Eltern weg waren, musste allerdings immer sehr sorgfältig hören, wann sie zurückkommen, damit sie mich nicht plötzlich dabei erwischen. Trick war dann von den Eltern natürlich, um es festzustellen, die Hand auf den Fernseher zu legen, weil wenn er noch warm war, dann hat gerade jemand geguckt. Ne? Aber das war alles noch schwarz-weiß und aber immer noch mit diesem Gefühl von, bestimmte Dinge darf man nicht gucken. Die haben diese Sachen natürlich auch wahnsinnig attraktiv gemacht. Ja? Ich müsste dazu sagen, dass konsequenterweise versuche ich, verbotenes Fernsehen zu machen. Ja? Also, oder ich versuche mich, wenn ich meine Filme mache, an das zu erinnern, was ich damals als verboten empfunden habe, also natürlich auch in Richtung Sex und Gewalt, und versuche das, so wie ich es halt heute empfinde, wie es auch in den Büchern steht, und die Autoren Schütter, Basedow und Busch und so weiter, die sind schon auch ziemlich fähig, da einem solche Vorlagen zu liefern, und dann so zumindest an die Grenzen gehende Momente zu entwerfen, die mich an meine eigene verbotenes Fernsehzeit ein bisschen erinnern, ja, stimmt. Prozent der Filme, die ich liebe, die ich auf eine Favorite-Liste draufgeben würde, habe ich im Fernsehen gesehen. Und die Leidenschaft zu solchen Filmen hat sich für mich beim Bildschirm genauso entwickelt. Und so ähnlich habe ich auch versucht, dann, als ich angefangen habe, mir dieses Regiehandwerk einigermaßen beizubringen, habe ich auch für mich operiert, also nicht zu große Unterschiede zu machen zwischen irgendwelchen Filmkunstfilmen und Allein gegen die Mafia oder so. Ja, da gibt es natürlich ästhetische Unterschiede, die ich aber versucht habe bei meiner Arbeit. Ich wollte nur einfach lernen, wie man Dinge so erzählt, dass sie jemanden wie mich, wenn ich der Zuschauer wäre, packen können. Ich habe halt im Fernsehen immer noch einen Traum, der eigentlich von einem ganz älteren Begriff von Fernsehen ausgeht. Und den versuche ich in allen Filmen, egal ob es sich jetzt um so ein Serienprojekt handelt oder Tatort oder auch einen Einzelfernsehfilm, immer wieder neu umzusetzen. Ein Gefühl von... Das Fernsehen war für mich die fortschrittlichere Produktionsstätte, allein schon deshalb, weil sie so viele Genrefilme zugelassen haben. Also die deutsche Polizeiserie ist heute noch für mich irgendwie, egal ob es sich um, wie gesagt, Erik Ode, Stahlnetz oder dann später Fahnder und so handelt, ein Ort, wo ich das Gefühl habe, dass wirklich man jenseits von all dem Kunstgewerbe, zu dem man in Deutschland irgendwie schon gezwungen ist, auch als Regisseur, einfach um Zuschauer und die Branche zufriedenzustellen, dass man da noch mal ganz anders arbeiten kann. Also das Genre ist halt einfach ein sehr, benötigt eigentlich keinen Mehrwert für das, was es erzählt, ja, wie die ganzen anderen Filme, die ständig sagen müssen, Achtung, meine Emotion ist jetzt sehr, sehr wertvoll,
der Schauspieler zeigt es, die Musik zeigt es, die Kamerafahrt. Sondern eigentlich könnte das Genre auch ohne diesen ganzen darauf Hinweiskrampf existieren und einfach nur eine sehr spannende Geschichte mit sehr interessanten Leuten möglichst freudvoll, spannend und so erzählen. Die Leute, die heute 35 sind, als die 25 waren und kein Fernsehen geguckt haben, hat man gedacht, irgendwie, lass die erst mal Kinder kriegen, dann sitzen sie auch auf der Couch. Ist aber nicht so. Also da scheint wirklich eine ganze, ab einer bestimmten Altersgruppe, Anfang der 70er, Mitte der 70er Geburtsjahrgänge, komplett wegzubrechen als potenzielle Zuschauer. Ich denke, dass das, was die Fernsehsender unternehmen, um die jugendlichen Zuschauer wieder zurückzukriegen, ist auch teilweise von einer solchen Hilflosigkeit und Tölpelhaftigkeit, ja, dass die erst recht wegbleiben sozusagen, weil das mochte man, das erinnert man ja selber aus der Schule, wenn die Lehrer anfingen, sich einem mit Popsongs anzubiedern, dann war ihm das eher peinlich oder so. Da ist irgendwas passiert, das irgendwie schärfer ist in der Schneidung der Generationen, als es eben in der 68er-Revolte war. Das ist nur eine leise Revolte, die sich durch was anderes äußert und die natürlich von der Wirtschaft auch die Chance gekriegt hat, andere Medien für sich zu entdecken. Man müsste, denke ich, einfach Fernsehsender, und zwar geht das, glaube ich, nur nicht, da haben nur die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Steuergeldern, die sie bekommen, die Chance, wirklich avantgardistisch zu wirken. Man muss wirklich das Gefühl haben, dass ein Sender käme, der ein Programm hätte, der sozusagen in seinem Programm eine vollkommen anderes Ideal von wie Fernsehen aussehen könnte, bringt. Das ist aber im Augenblick so gefestigt, wie die Formen sind, ja, so selbstbewusst, wie die Öffentlich-Rechtlichen ja bei jedem auch nur geringsten Attacke mit Gegenmaschinengewehrsalven reagieren, da scheint sich im Augenblick überhaupt nichts mehr bewegen zu wollen. Ich weiß bei jedem Film, was als nächstes passiert. Ich muss als Kreativer akzeptieren, dass die Zuschauer das offenbar als einen Vorteil empfinden, wenn man immer weiß, was als nächstes passiert. Das ist sicherlich eine Generationssache oder es ist einfach auch eine, dass die Leute halt in gewisser Weise blöd geschossen wurden, so lange, bis sie wirklich nur noch das wollen, was man ihnen immer angedichtet hat, dass sie das angeblich nur wollen. Ja, das kann sein, dass der Zustand jetzt allmählich erreicht ist. Dann ist aber auch das Fernsehen, dann reden wir, wenn wir uns in 10 Jahren treffen, auch nicht mehr über das Fernsehen.